mal ein bisschen mehr Schaden rein. Ich warte hier tatsächlich, bis meine E-Fähigkeit bereit ist, um die dann zu benutzen. Wir sind safe. Und die Eule ist jetzt hier auf ganz, ganz wenig Leben. Wirklich auf 10%. Ich knall die Geisterblüte mit 2 raus, weil ich merke, okay, gut, ich muss jetzt langsam hier versuchen, die Gruppe zu toppen. Bin auf... Hallo, meine Lieben, und damit herzlich willkommen hier zur Schattenmondgrabstätte 21 plus plus sind wir die gelaufen. Ich muss mir jetzt erstmal hier Kopfhörer aufsetzen. Ja. Wir haben hier eine Gruppe aus Kriegertank, Evoker, Schurke, das ist eine Eule und ein Demon Hunter. Ne? Und ja, also diese Dungeon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Dungeon hier oder ich empfinde diese Dungeon hier als relativ einfach, wenn man weiß, was man macht. Das ist halt klar, wie immer überall, wenn man weiß, wie man was macht, dann ist es halt wesentlich einfacher. Aber das hier ist meines Erachtens eine der Dungeons, die halt am einfachsten sind. Ich habe hier einmal rein CC, ein bisschen mit CC und ja... Ist klar, wenn hier ein Cast durchkommt, dann macht's Aua. Ansonsten ist das dieses erste Trash-Pack hier jetzt nicht großartig nennenswert. Wir haben hier die Schemen, also die Schemen, die sind auf jeden Fall da, hier auf engem Raum, blöd. Aber sonst, wie immer, eigentlich relativ einfach zu spielen. So, wir skippen jetzt hier auf jeden Fall erstmal das große Ad. Ich denke, die Route hier, die kennt jeder. Es ist jetzt keine großartig sonderbare Route hier. Und ja, nehmen dann hier den Trash mit. Jetzt hier einen kleinen Heal-Cooldown aktiviert. Hab jetzt erstmal hier einen Hot verteilt. Jetzt gibt es die Kugeln und dann gibt es gleich nochmal einen AOE-Hot. Ich glaube, ich habe tatsächlich hier mein... mein Heal-Bild drin, wo ich komplett auf Heilung gehe. Nee, nicht ganz. Mischung aus Heal und DPS. Ich habe aktuell 3 Builds, die ich spiele. Und es kommt immer darauf an, welche Dungeon, wo was. Und hier ist dann doch Heilung sehr gut. Aber den Trash-Packs kann man halt durchaus auch mal DPS fahren. Jetzt hat mich hier diese Scheme getroffen, die ist direkt neben mir gespawnt. Und ja. Das Pack hier ist auch schon durch. Jetzt geht es hier ab zu den kleinen Spinnen. Ich mache hier ordentlich Damage rein. Hab noch einen Trank genutzt und dann geht hier die DPS ab. Ansonsten vom Schaden her sieht das hier... Wir haben gut Schaden dabei. Ne? Wir haben wirklich gut Schaden. Was mich überrascht hat, ist, dass die Eule momentan so viel Schaden fährt. Ich dachte eher so, dass die Eule diesen Utility-Aspekt hat, dass die deswegen sehr gerne mitgenommen wird. Macht aber trotz alledem wirklich sehr viel Schaden hier, die Eule. Ne? Also ich nehme halt gerne eine Eule mit. Oder generell ein Druide wegen den Buff. Das gibt nochmal 3% Vielseitigkeit und das ist halt natürlich Schaden für alle und vor allem halt auch 1,5 Damage Reduzierung für alle. Ne? Das ist halt für mich nicht das sehr, sehr gut. Und dann halt so diese Kombination. Das Team, was wir, ich habe hier mir tatsächlich die Gruppe zusammengestellt und das Team, was wir hier aktuell haben, das ist meine Lieblingsteam-Zusammenstellung für den, ja, für die Runs, für die Mythisch Plus Runs. Also das ist halt mein absolutes Stream-Team hier. Der Tank, der hat halt einen ordentlichen One-Shot kassiert. Also ich, da war nicht viel zu heilen. Da muss er wohl irgendwie einen defensiven CD oder so nicht gezündet haben oder sonstiges. Oder einfach vielleicht Pech gehabt haben, Crits abbekommen. Aber diese Mobs hier, die lassen sich ja sehr, sehr gut kiten, ne? Jetzt hole ich den Druiden da hinten einmal raus. Der Schurk hat jetzt hier nochmal eine Schelle abbekommen. Hat aber das Entrinnen an. Kassiert halt trotzdem den einen oder anderen Hit. Ich habe den jetzt nochmal eine 50% Damage-Reduzierung gegeben. Hätte ich natürlich tatsächlich auf den Tank machen können, aber ich wusste ja nun letzten Endes nicht, dass das hier in einem One-Shot endet. Also, das wäre einfach nur Prediction gewesen und ja. Kann man drüber streiten. Also, ich mache es eigentlich nicht, dass ich. Es sei denn, wir machen irgendwie einen Big Pull oder sowas, dann haue ich da schon gerne mal eine Reduzierung rein. Wenn ich gerade sehe, dass der Tank keinen Schildwall abhat oder so, aber bei dieser Gruppe eigentlich gar nicht notwendig hier. Meine Waffe macht hier natürlich sehr, sehr guten Schaden. Ansonsten ist dieser Boss hier relativ einfach zu spielen. Es ist halt einfach, klar, man muss hier die Flächen ausweichen, beachten und mit Thunder kann das dann schon mal durchaus sein, dass es halt viele Flächen sind. Ansonsten kommt hier ganz guter Schaden rein, aber es ist jetzt nicht unheilbar, muss ich sagen. Ne? Also es ist... Eigentlich ist das relativ easy zu heilen hier. Ne? Jetzt kommt das Ad, der entweite Geist, oder ein entweiter Geist hier. Und der wird natürlich down gefokust. CC-Chain drauf gemacht und dann
ist er auch schon down und er kann noch nicht mal irgendwie in die Nähe des Bosses. Der Boss ist jetzt auf 54% und das relativ schnell. Klar, wir haben Bloodlust gezündet, aber ihr seht ja, dass der Boss hier relativ schnell funktioniert. Der Schaden kam hier rein, wurde direkt komplett wieder weggeheilt, die Gruppe. Man weiß ja mittlerweile, wie die Dungeons hier laufen. Und dann kann man das halt dann dementsprechend auch relativ einfach wegheilen. Ne? So, jetzt habe ich hier mal zwei dicke Cooldowns gezündet. Ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen, hier zwei dicke Cooldowns zu zünden. Aber in dem Fall lieber präventiv, weil ich weiß, dass halt für die nächste Zeit dann kein Schaden reinkommt. Ich habe dann direkt meinen Atem wieder bereit. Nachdem dieses Tier down ist, habe ich meinen Atem wieder bereit. Und werde dann Gruppe relativ einfach hochheilen können, ne, wenn die halt sich stacken. So, jetzt gleich kommt hier der AOE-Schaden rein. Ich mache meine Kugel, sodass alle hier dann schön ein Echo bekommen. Und dann bekommen die gleich alle hier eine Doppelheal. Ich weiß nicht, ob ich den Cast auscaste. Ich glaube tatsächlich, ich mache das einfach ganz normal mit dem Flug. Und jetzt kann ich hier schön den Traumatem doppelt stacken. Habe ihn auf 2 aufgeladen. Jetzt gibt es hier für mich nochmal eine kleine Heilung. Und das reicht halt im Grunde genommen auch jetzt die smaragdgrüne Absprache hier oder Zwiesprache. Einfach nochmal völlig overcapped wie hier gerade gewesen hier. Aber naja, glaube ich, bin noch ein bisschen geimpft von der Bosswoche. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, die Dungeon ist gar nicht so lange her. Nach der Bosswoche, keine Ahnung. Ja. Ich glaube tatsächlich, das war jetzt noch relativ Anfang der Woche, dass ich diese Dungeon hier gelaufen bin. Und ja. Da müsste ich auch, meine I.O. ist, glaube ich, auch noch, glaube gerade auf 2600 oder so, weiß ich nicht. Mittlerweile ist sie knapp auf 2700 und nächste Woche versuche ich die 2800 zu erreichen in der Bosswoche. Jetzt wollte ich euch hier einmal kurz Talente zeigen, aber die Fläche kam da drunter. Ich glaube, ihr müsst dann tatsächlich einmal ganz, ganz kurz zurückspulen und dann macht ihr da kurz Pause, wenn ihr die Talente sehen wollt. Ja, ganz, ganz wichtig hier bei dieser Gruppe, die Domination nicht unterbrechen. Ja, die dürft ihr nicht unterbrechen, weil das macht jetzt nicht wirklich großen Schaden. Und das sind dann halt einfach nur wie Dummies, ja, wie Trainingspuppen, wo ihr draufhauen könnt. Und wenn ihr das unterbricht, dann machen die Dinge halt schon den Schaden. Ja, also nicht unterbrechen, ganz wichtig. Und kein AOE-Stun oder Scheiß rein. Ja? Ansonsten hier ist halt wie immer ganz einfach, klar, diesen Totschlag unterbrechen. Also der Trash hier ist jetzt ja nicht so schwer. Ja, ihr seht, wenn jetzt ein Cast durchkommt, dann ist es böse, aber sonst darf halt kein Cast durchkommen. Und hier dieser exhuminierter Geister, der mich hier verfolgt, da muss der Tank irgendwie reingefailt haben, dass ich da die Aggro bekommen habe. Und der hat mich dann natürlich klar mit 2 Schlägen gekillt. Ist klar. Ist halt hier Trash-Woche und wenn das dann halt passiert, dann ist dann Ende im Gelände, ne? Mhm. Tatsächlich muss ich jetzt hier dummerweise warten. Der Geist hier weg ist, ne? Die Ausgeburt der Leere weg ist. Aber gut. Ne, unser Rogue da hinten, der ist ja gerade noch am Sterben. Unser Kriegertank, der tankt das da einfach weg. Das ist ja, momentan irgendwie nichts Unübliches, dass die Tanks 3 Jahre lang aushalten ohne Heiler. Aber es ist momentan halt Meta. Also ich würde es tatsächlich befürworten, wenn die Tanks mehr aushalten, aber dafür weniger Heilung haben. Das ist würde ich sehr geil finden. Ne? Und ich glaube tatsächlich, beim Kriegertank ist es irgendwie so eine Art Siegesrausch oder sowas, das man momentan mitskillen kann. Und der hat dann nur 30 Sekunden Ablenkzeit oder 20 oder so. Und das in Kombination mit der defensiven Fähigkeit, mit den defensiven Fähigkeiten vom Kriegertank hier, das macht dann schon was her, ne? So, der Druide geht hier rein und wird direkt erstmal Half-Life gemacht. Den Tank jetzt hier eine kleine Schadensreduzierung geben. Und werde jetzt hier mal ein bisschen was an Heilung rauskloppen. Es war halt einfach so das Problem, dass hier die leeren Blitze, die werden nicht gekickt. Ja, und kommt da so ein leeren Blitz durch und dann hast du halt ordentlich was zu heilen. Deswegen habe ich mir hier gleich einen defensiven Cooldown gegeben, um halt 30% des Schadens hier erstmal rauszureduzieren. Denn sonst endet das ja, seht ihr ja selber, tödlich, ne? Ja, diese paar kleinen Viecher hier, die skippen wir. Also das heißt, wir laufen nicht auf diese Flächen darauf.
Und der Boss hier, das ist halt im Grunde genommen einfach nur Trash. Das ist kein Boss. Auch in der Bosswoche ist der jetzt nicht irgendwie großartig schwer oder so. Muss man halt aufpassen, dass der Tank nicht gewone-shottet wird in der Bosswoche, aber sonst ist das eigentlich relativ easy hier. Ja. Ist halt so dieser Lernschlag hier in der Bosswoche, der kann gut reinhauen, aber so in einer ganz normalen Trashwoche ist dieser Boss hier einfach nur ein großes Add, das keinen Schaden macht. Ja, da gibt es manche Add-Gruppen, die halt wesentlich stärker sind als dieser Boss hier. Der ist aber auch schon direkt jetzt hier auf 75%. Gleich kommen wir hier in die zweite Phase, wo alle dann halt in diese Phasenverschiebung kommen. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal hier eine kleine Heilung gegeben. Zack, das Ding ist halt hier relativ schnell gekillt. So. Gut. Und ich hätte jetzt hier tatsächlich einfach mir nochmal den Hot drauf geben können. Und es sah knapp aus, aber ich wusste schon, dass das halt, dass das funktioniert. Ne? Jetzt haben wir hier noch so einen exhumierten Geist und exhumierter Geist, exhumierter Geist, exhumierter Geist. So. Jetzt aber, ne? Gut. Ihr wisst, ich teilweise manchmal mit der Aussprache, das ne? Was eigentlich relativ simpel ist. Dieser Boss, der ist wirklich simpel. Ganz, 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 ganz einfach. Und ist schon auf 30%. Ist halt im Grunde genommen hier einfach nur Flächen ausweichen in der zweiten Phase, dann unten das Add-Down machen. Und als Heiler brauchst du da nicht wirklich großartig viel Schaden drauf machen, wie ihr gesehen habt. Das war eine Attacke und ein Dot, der da halt getickt hat und dann war das Ding schon tot. Ne? Ich glaube tatsächlich, die Idees, die müssen da ein bisschen mehr Schaden drauf machen, aber das ist auch relativ einfach zu machen. Ne? Ja, hier, die Fläche, den leeren Vortex natürlich da raus. Ist klar, der Demon Hunter, der bleibt da drin. Der hat, glaube ich, die irgendwie Darkness oder so gezündet. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt hier die zweite Fläche. Den muss ich hier tatsächlich mit einer lebenden Flamme hier killen. Und er hat mir jetzt hier einen kleinen Dot drauf gemacht. Zack. Ihr seht, der Schaden ist jetzt gar nicht so wild. Wenn du hier eine kleine Heilung drauf hast, dann ist das jetzt nichts Großartiges, was jetzt hier irgendwie Schaden macht oder so. Und der Boss ist auch schon down. Hier, die Trash-Gruppe, die kann gefährlich sein, muss ich sagen. Also ich habe das hier schon gehabt, dass das gefährlich geworden ist. Ne? Und ja. Ach Mensch, genau, vorhin bei der Domination. Wollte euch den Talentbild gar nicht zeigen. Ich wollte einfach nur gucken, ob ich den Stun drin habe, ja? Von dem tiefen Atem. Weil dann hätte ich nämlich die Domination gestunt und das wäre blöd gewesen. Dann hätten wir auch nicht Schaden reingemacht. Deswegen wollte ich vorher nachgucken, ob ich denn den Stun drin habe, bevor ich den caste, ne? Weil wollte ja jetzt hier nicht reinfailen, ne? Aber wenn man hier tatsächlich den Stun reinmacht, dann ist diese Gruppe echt gefährlich, Alter. Und kann richtig blöd enden hier. Den Thunder Debuff auf jeden Fall klar, so spät wie möglich abstecken. Es sei denn, ihr wisst, dass jetzt gerade irgendwie eine Fähigkeit kommt oder eine Bossfähigkeit, wo ihr spreaden müsst und nicht zusammenlaufen könnt oder irgendwas sehr brenzlig wird. Das müsst ihr dann halt so selber eben wissen. Ich glaube, mit der Zeit spielt man sich dann dort auch ein. Ansonsten bevorzuge ich das auf jeden Fall, den Thunder so spät wie möglich abzustecken. So. Gut, jetzt geht's hier unten gleich in der Mobgruppe rein. Das sind die beiden Spinnen. Die beiden Spinnen und kleine Spinnen sind dabei. Nee, ich glaube Fledermäuse, Spinnen, irgendwie sowas. Mal gucken. Eine Spinne und zwei Fledermäuse, so war das. Genau, und ist ganz, ganz wichtig, dass hier von den Fledermäusen, dass der Pestspucker sollte unterbrochen werden, ja. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn da ein Cast durchkommt. Wichtig ist es, dass die Spinne unterbrochen wird. Wenn die da ihre komische Seuche macht, wir sehen gleich den Namen, nekrotischer Ausbruch, wenn dieser Cast durchkommt, dann ist, ja, dann ist Ende. Dann ist richtig, richtig Heilung angesagt. Das ist mies. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass es sogar vergleichbar ist wie mit vom Rubin-Lebensbecken, den Feuerelementar. Der Cast, der kommt ja so oder so durch, den kannst du nicht unterbrechen. Dann gibt es erstmal einen Dot auf die ganze Gruppe.
Und ich glaube tatsächlich, dass es vom Damage her, ja, ihr seht, das ist vom Damage her sogar ähnlich. Das ist jetzt nicht großartig anders. Das ist wegzuheilen. Wenn du zwei davon durchlässt, dann ist Ende. Dann könnte ich höchstwahrscheinlich auch noch wegheilen, ja. Aber wenn du dann keine Cooldowns hast, dann kannst du absolut nicht wegheilen. Also da, das ist zwei Stacks sind auch noch wegzuheilen. Und ich glaube tatsächlich, ein Priester kann das Dispeln, Massendispel machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Glaube aber schon. Ansonsten als Evoker kann man tatsächlich einen Double Debuff wegheilen. Ist möglich. Aber da musst du schnell sein, alle Cooldowns parat haben und die Leute müssen vielleicht auch noch den einen oder anderen Death-CD zünden. Das muss dann auf jeden Fall vorher dann, ja, die Situation muss es ergeben. Man muss dann sehr, sehr schnell reagieren, um dann Double Debuff wegzuheilen, aber das geht. Ja, der Bodycheck hier ist ganz, ganz simpel. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Es ist ja jetzt nichts Großartiges hier. Also dieser Aaswurm hier ist einfach. Deswegen muss ich auch sagen, mein Empfinden ist halt einfach, dass diese Dungeon hier sehr, sehr einfach zu spielen ist. Wirklich sehr, sehr einfach zu spielen ist, weil es ist halt vom Trash her gibt es ein paar Packs, die schwer sind. Aber auch nichts großartig Schweres. Das Pack hier mit dem Doppel-Elementar vor dem letzten Boss, das ist schwer. Aber also es ist heilintensiv. Aber sonst, die Bossfähigkeiten hier in der Dungeon, Trash, das ist alles ganz, ganz simpel. Also wenn man da halt nun die ein oder andere Mechanik beachtet, dann ist das wirklich eine ganz, ganz simple Dungeon. Eine wirklich simple Dungeon. Mein Tipp an euch ist es, wenn ihr euren Key pushen wollt, dann lauft Dungeons Rewall so lange, bis ihr Schattenmond-Grabstätte habt als Rewall. Das ist natürlich mit Glück verbunden. Und geht dann da rein, sucht euch eine vernünftige Gruppe und pusht die dann auf plus 2 oder 1 oder sowas. So könnt ihr dann halt euch einen schönen hohen Key machen. Ne? Ich hatte tatsächlich hier Glück gehabt, dass ich die Schattenmond-Grabstätte 21 bekommen habe. Nach meinem 20er, ich glaube, noch Hut Key oder so war das. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ist natürlich cool. Ja. Der Aaswurm hier ist halt. Ja, das muss nicht viel zu sagen. Es ist halt nur ausweichen und das war's. Ansonsten wäre es ganz cool, Leute. Ja? Ich, nee, das besprechen wir in einem anderen Video. Das besprechen wir in einem anderen Video. Ob ich das mache, da muss ich nochmal überlegen. Ich bin tatsächlich hier ein bisschen was am Plan. Aber das besprechen wir in einem anderen Video. Ne? Mache ich, glaube ich, nochmal ein separates Video dazu. Das behalte ich jetzt noch geheim. Ne? Ja. Dieser Boss hier, der ist einfach so. Der dauert einfach nur 3 Jahre, der Boss. Aber der ist jetzt nicht großartig schwer zu machen. Der ist hier. Da hast du ein ganz kleines bisschen was zu heilen. Nicht großartig, aber halt. Ganz, ganz kleines bisschen was und muss einfach nur diese Fläche ausweichen. Und dann später spawnen dann hier oder gleich werdet ihr es sehen, dass dann hier zwei von diesen Aaswürmern spawnen und naja, mehr hast du da halt im Grunde genommen nichts zu tun. Ne? Jetzt gleich kommt dieses tiefe Einatmen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass mich das erwischt. Ich bin aber reingelaufen. Ich weiß noch nicht, warum mich dieses Drecksding erwischt hat, aber ich war da drin. Ich war da drin. Aber ihr seht, selbst wenn einen diese Bossmechanik erwischt, du nicht tot. Normalerweise sollte es wirklich so sein, dass man dann tot ist oder zumindest echt viel Leben verliert oder einen Debuff oder sowas bekommt. Dieser Boss dauert einfach nur sehr lange. So, jetzt haben wir hier den Debuff. Ich glaube tatsächlich, der nächste Atem kommt auch gleich schon wieder. Man tötet dann halt erstmal die beiden Aaswürmer. Warum das denn? Und tötet erstmal die beiden Aaswürmer links und rechts und versucht halt, diese Flächen so nah wie möglich am Boss abzulegen, damit die Melis dann halt noch Schaden machen können auf dem Boss. Also jetzt nichts Wildes. Hier, da hinten ist jetzt der letzte Aaswurm mit seinen 10% da. Und jetzt kommt erstmal der Bodycheck. Der andere Aaswurm macht auch einen Bodycheck. Aber das ist ja eigentlich relativ easy auszuweichen. Man hat genug Zeit, um das Ganze auszuweichen, weil der Cast, der ist gefühlt unendlich lange. Ne? Ja.
Genau. Jetzt wurde hier tatsächlich keine Fläche in der Melee-Gruppe belegt. Das heißt, die Melees können hier keinen Schaden machen. Das ist ein großer Schadensverlust hier. Ne? Also das ist halt. Hier ist es ganz klar, dass es ein Range-Boss ist. Hier die Eule, ihr seht, die macht 66,3k. Wir haben hier auch eine Blattlast gezündet. Es liegt einfach daran, dass die Flächen nicht jetzt immer direkt am Boss abgelegt wurden. Aber ihr seht, wir behalten den Stack hier noch so lange wie möglich. Wir sind jetzt gleich hier bei 7, 5, 4. So, jetzt wird es langsam abgesteckt. Ich glaube tatsächlich, da hätten wir das noch nicht mal abstecken müssen. Wir standen so oder so alle nah beieinander. Und jetzt hier sind die beiden Flächen nah am Boss abgelegt. Das heißt, die Rangers, die können sowieso Schaden machen. Die Medis, die können auch Schaden machen. Und das Einatmen kommt, das Einatmen ist gleich durch. Dann kommt wieder hier das Spucken. Das heißt, ein AOE. Die Fläche. Hier kann man natürlich dann nicht predicten, wo der Boss jetzt nächstes auftaucht. Ne, wenn jetzt ja die erste Fläche kommt. Der Bodycheck wieder ausweichen. Gleich kommt das Atmen. Ja, jetzt kommt das Leichenodem. Auf mich hier. Das ist noch in der Reichweite, so können die Medis noch Schaden machen. Und ja, aber der Boss, der ist ja jetzt so oder so, ist der Boss jetzt down, ne? Das ist ja nichts sehr Großartiges. Diese Trash-Gruppe hier, die ist mittelschwer bis leicht. Es ist einfach nur wichtig, dass man hier diesen nekrotischen Stoß da ausweicht, weil hier kann das tatsächlich passieren, dass zwei Stück durchkommen. Ist diese Trash-Gruppe hier relativ easy. Mensch, ich weiß gar nicht, was ich hier heute so ins Mikrofon reingehe. Muss mir jetzt hier erstmal einen Schluck gönnen. Jetzt hat sich mein Headset hier verhangen. So. Ja, die Geister wieder aufpassen. Und als Heiler dann nochmal so viel Schaden wie möglich reinmachen. Ich habe jetzt hier 40k DPS in diese Vierer-Mob-Gruppe reingemacht. Das macht dann am Ende dann doch einen ganz guten Unterschied, ob man dann halt als Heiler hier ordentlich Schaden reinmacht oder nicht. In manchen Dungeons, sage ich euch ganz ehrlich, in manchen Dungeons habe ich das so, dass ich da halt ein Only-Heal-Build habe, wo ich halt komplett nur mich auf Heilung fokussiere, weil einfach so viel Schaden reinkommt, wie zum Beispiel im Rubin-Lebensbecken, da kommt so viel Schaden rein, dass ich mir da jetzt gedacht habe, okay, gut, ich werde das Ganze hier nur auf komplett Heilung bauen. Ja. Ihr seht hier auch sehr, sehr viel Schaden. Die Eule stand jetzt nicht vor mir. Der Evoker hat nur 30 Meter Reichweite. Ich habe hier ein bisschen Overcap mit meinem defensiven CD auf die Eule direkt, aber ich dachte, da kommt er nochmal ein Lernimpuls rein. Jetzt gibt es hier der Krieg nächste Heilung. Und AOE Schadensreduzierung habe ich jetzt aktiviert. Hätte ich tatsächlich ein bisschen später aktivieren sollen. Habe jetzt hier meinen großen Cooldown gezündet. Ihr seht, ich knall hier wirklich alles an Heilung raus, was geht. Und konnte das Ganze hier sehr gut wegheilen. Also ihr seht, der Trash hier, der macht wirklich echt eine Menge Schaden. Das ist, glaube ich, mitunter einer der Trash-Gruppen, die mit den meisten Schaden machen. Weil halt dieser AOE-Schaden richtig brutal ist. Und wenn das so ist, dass hier, klar, diese Videosequenz, die skippt man. Darf man sich dann natürlich nicht angucken. Wir haben jetzt hier noch 9 Minuten 40 Zeit. Und der Trash, der macht da richtig mies Schaden. Ne? Ansonsten hier ist es so, dass immer meines Erachtens der Range-DD steht am weitesten draußen, um halt diese Bossfähigkeit zu triggern. Das heißt, hier in dem Fall ist es so, dass die Eule die Bossfähigkeit triggert und damit halt diese Speere oder was auch immer das ist, dann da halt auf den Boden setzt. Das heißt, als Heiler hat man hier einen gesonderten Fokus auf den der das halt übernimmt. Das heißt hier in dem Fall halt die Eule. Da habe ich jetzt immer meine Hots drauf, immer meinen ganzen Kram drauf und das ist sehr wichtig, dass man da dann halt wirklich aufpasst, dass der am Leben bleibt, ne? Weil der kann sich dann doch schon mal etwas mehr schaden als alle anderen DDs. Ich sehe das jetzt hier, zum Beispiel die Eule, die jetzt hier wieder ziemlich weit runter. Ich habe hier ein Fokusauge auf die Eule. Also jetzt nochmal, top die jetzt nochmal und werde die gleich nochmal jetzt hier einen ordentlichen, schönen Doppelhot verteilen auf die ganze Gruppe. Da hat es die Eule tatsächlich erwischt und die ist direkt auf 20% getriggert. Und da kriegt sie jetzt mal gleich eine kleine Overheal hier von mir. Das ist ein bisschen blöd abgestellt, direkt hier in die Gruppe. Das heißt, mich hat es getroffen, die Eule hat es getroffen, auch beide wird es wieder auf 30% runterleben. Wir müssen jetzt mit der ganzen Gruppe rückwärts laufen durch diesen AOE-Schaden hier und
Das ist natürlich eine Menge Schaden, die dann da reinkommen. Ne? Das heißt, da muss gut geheilt werden. Ne? Das sollte man dann halt dementsprechend als Ranged-DD so gut versuchen zu vermeiden, ne? Dass das passiert. Also ihr seht halt hier, die Eule spielt das gut, aber nicht perfekt. Die Eule hat jetzt hier nochmal eine 50% Schadensreduzierung bekommen. Dafür bekommt sie aber einen kleinen Dot. Und der Dot, der ist auf jeden Fall auch dementsprechend easy wegzuheilen. Ne? Weil jetzt hier gibt es halt nochmal ein bisschen mehr Schaden rein. Ich warte hier tatsächlich, bis meine E-Fähigkeit bereit ist, um die dann zu benutzen. Wir sind safe. Und die Eule ist jetzt hier auf ganz, ganz wenig Leben. Wirklich auf 10%. Ich knall die Geisterblüte mit 2 raus, weil ich merke, okay, gut, ich muss jetzt langsam hier versuchen, die Gruppe zu toppen. Bin auf ganz, ganz wenig Leben. War hier sehr unter Druck und hatte 3 Stacks von dem, Schwert-Debuff. Skittisch, glaube ich. Ich bin immer mit dem Namen, ja. So, jetzt hier, klar, da raus. Links rein, da wieder durch. Also ihr seht, es ist ganz, ganz chaotisch gerade hier dieser Bosskampf. Also der läuft normalerweise wesentlich besser. Und jetzt hier das Ding mitten in die Gruppe rein. Mitten in die Gruppe rein. Sehr, sehr viel zu heilen. Aber ich habe noch ganz, ganz viele Cooldowns parat, um nochmal einen großen, großen Schaden wegzuheilen. Also absolutes Chaos hier, was hier gerade im Moment ist. Und da muss man erstmal dann halt wieder seine Ruhe, Mitte finden, Ruhe reinbringen. Eule 50% Schadensreduzierung. Alle haben Doppelhot. Und ich mache jetzt hier nochmal ordentlich Schaden mit auf den Boss, um das ganze Ding jetzt hier zu beenden. Und wir haben es geschafft. Also letzten Endes der Boss, der letzte Boss hier, absolut nicht clean gespielt. Aber wir haben es geschafft. Ich bin jetzt hier auf 1629 tatsächlich plus 2 aufgewertet. Bekommen wir hier nochmal die Armstehen. Die habe ich später, glaube ich, auch ausgetauscht. Nee, habe ich nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Hier oben rechts findet ihr weitere Tipps. Bis dann. Ciao, ciao.